Hallo meine Lieben. Heute gibt es ein Follow Me Around. Heute ist Samstag, heute fahren wir zum Bibi Bazaar und zu Ikea. Und dann nehme ich euch mit. Und ich bin ganz traurig, weil ich habe gerade ein Paket gekriegt, das wir sich nicht aufmachen können. Weil wir jetzt los müssen. Das Paket ist ganz alleine zu Hause. Ungeöffnet. Mein erstes Zuschauerpaket. Ja, ich melde mich, sobald wir da sind und filme vielleicht da. Aber wie man das so kennt, ist es wahrscheinlich arschvoll auf dem Bibi Bazaar. Was ich gut fand beim letzten Bibi Bazaar, der irgendwie schon Tag vorher war. Und wir waren am Sonntag da und der war schon am Samstag. Die haben für Schwangere schon eine halbe Stunde früher geöffnet und das fand ich eigentlich ganz cool. Aber wenn es so voll ist und du bist schwanger, also hochschwanger, dann muss das ja nicht unbedingt sein, wenn du dich da so zwischenquetschen musst. Na, ich bin mal gespannt, wie es da wird. Ich habe ja meinen Freund dabei, der muss dann mich da durchboxen. Ja, meine Lieben, bin ganz gespannt. Ich bin schon richtig in Shopping-Laune schon wieder. Wir sehen uns dann später. Bis gleich. Mein Freund muss ja noch frühstücken bei McDonald's. Ich hab das gekauft, was immer. Klar. Wir wissen so mal, wie ungesund du lebst. Hallöchen. So, wir waren jetzt bei Ikea, haben so ein paar Sachen geholt. Und jetzt stehen wir gerade im Stau. Wir müssen jetzt noch mal kurz einkaufen fahren. Und dann geht's nach Hause. Ich bin total im... Meine Füße tun weh, es regnet, es ist blödes Wetter. Wir standen gerade oder stehen noch ein bisschen im Stau. Und ich bin total fix und fertig. Also, mein Freund meint auch, also Shopping gehen geht nicht mehr. Der schließt mich nur noch ein. Und ja, ich will meine Füße nicht sehen, wenn ich zu Hause bin. Ich bin schon total dick. Na gut, ich melde mich, wenn ich wieder zu Hause bin. Ciao. Yay, wir sind zu Hause. Und da geht es zum Büro von meinem Freund. Ich muss jetzt noch kochen. Es gibt Gulasch. Und ja, da werde ich euch wahrscheinlich auch nochmal mitnehmen. Bis gleich. So, Gulasch, das Fleisch habe ich scharf angebraten. Ganz, ganz scharf. Also war echt schon schön knusprig. Dann habe ich ein bisschen Wasser hinzugefügt. Und dann die Zwiebeln. Zwei Brühwürfel. Und Paprikapulver. Und das köchelt jetzt vor sich hin. Mal ein bisschen runterstellen. Ja, dann kommen noch die Spätzle.
in das Wasser. Und dann gibt es lecker heute Gulasch. Das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns gleich wieder. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht, der Kuchen ist fertig. Ich werde jetzt nochmal im Wasserbad Schokolade schmelzen und die dann noch drüber geben. Und das zeige ich euch im Anschluss. So, ihr Lieben, jetzt habe ich nochmal die Glasur drauf gemacht. Und das lasse ich jetzt natürlich trocknen und dann kommt da dort auf dem Kuchenteller. Ich werde euch morgen nochmal berichten, wie er geschmeckt hat. Und wenn er nicht geschmeckt hat, gibt es das Video gar nicht. Also meine Lieben, macht's gut. Tschüss. Hallo meine Lieben. Was heißt komme gerade? Ich war heute auf dem Babybazar. Auf so einem Secondhand halt, ne? Und ich habe so ein paar Sachen für Nilo gekauft, die ich euch gerne zeigen möchte. Fangen wir auch gleich mal an. Ich habe einmal so ein, ein Hemdchen gekauft. Das ist ein kurzärmliches, so blau-grau-weiß kariert. Sieht ziemlich klein aus, wird vielleicht auch so eine 62 sein. Ich weiß nicht, steht nicht drauf. Muss ich halt noch alles waschen. Dann habe ich hier so einen Langarm. Langarm-Hemdchen. Das kann man hier an der Seite nur noch so hochknöpfen quasi, also so hochbinden, dass es so ein Dreiviertelarm ist. Finde ich ganz cool. Das ist so ein blau, türkis, weiß, grau kariert. Weil halt türkis dabei war, habe ich es natürlich mitgenommen. Ich weiß nicht, welche Größe das ist. Ah, es ist schon eine größere Größe. Naja, mal gucken. Ich fand es niedlich, habe ich mitgenommen. Dann habe ich hier einmal so selbstgestrickte Säckchen mitgenommen. Weil die sind einfach die besten, so halten am besten warm für die Kleinen. Auch so blau, hellblau. Mit dem, wenn es kalt ist zum Drüberziehen, sind die natürlich optimal. Dann der letzte Stand, der war der Kracher. Einmal ein 62-68, einmal so ein T-Shirt. Weil ihr Sohn ist jetzt 9 Monate, ist quasi auch im April geboren. Und von daher wird das ja ungefähr hinkommen. Da ist so ein Roboter drauf.
Ist halt auch so türkis, ne? So ein T-Shirt halt. Dann habe ich auch in 62, 68, so in, was ist denn das, Khaki? Ja, braun, sagen wir mal braun, aber mit türkisener Schrift. Auch ein T-Shirt mitgenommen. Die Sachen haben alle 1 Euro gekostet. Außer die Hemden, die haben 2 Euro gekostet. Dann habe ich einmal 6 bis 9 Monate. Ja, 6 bis 9 Monate. So ein Langarm-Body mitgenommen. In graublau gestreift. Mit Kragen und so einem Knopf. Fand ich ganz schick. Wenn man dann irgendwie so ein Polunder noch drüber zieht oder so und diese Knöpfe sieht, sieht das echt schick aus. Dann habe ich einen ganz schicken Sohnemann. Dann habe ich einmal ein... Oh, ich bin schon so müde. War heute anstrengend. Wie groß ist denn das jetzt? Und was hat sie dazu gesagt? Ja. Na, steht da was? Ja, ein 68 soll das sein. So ein Langarm-Wickelbody. So ganz in schlicht. Ich glaube, so ein grau-weiß gestreift. Ja. Ja. Die konnte ja auch echt ein zum Kaufen animieren, ne? Die Frau da. Meine Güte. Dann habe ich ein paar Schlafanzüge mitgenommen. In 68. Einmal da so Tigger, IA und Winnie Pooh drauf. Hier zum Knöpfen bis zum Beinchen runter. So ein dünner Schlafanzug. Fand ich ganz cool. Dann, ich glaube, das war so ein Zweierpack, schätze ich mal. Ist auch eine 68, da ist Tigger und Winnie Pooh drauf. Ist auch hier zum an der Seite zum Knöpfen bis zum Beinchen. Ist auch Langarm. Dann, und den wollte ich ja schon immer haben, ne? So ein Schlafanzug, ein Kurzarmschlafanzug. Auch in 68, auch zum Knöpfen. Auch bis zum Beinchen. Da sind die Schlümpfe drauf. Weil mein Freund haben die natürlich bei H&M gesehen. Einmal die Schlümpfe. Und einmal, es gibt noch so ein anderes Set, das habt ihr auch schon mal in meinem Haul gesehen, wo so ein Schlafanzug komplett in Tigger ist, also in Orange. Und mein Freund wollte den unbedingt haben und ich wollte den mit Schlümpfen haben. Und da habe ich gesagt, okay, dann nehmen wir den Tigger mit. Und die Schlümpfe waren natürlich, mussten da bleiben. Und jetzt habe ich den quasi. Einmal die Schlümpfe. Dann habe ich hier schon eine 74. So eine Hose, eine Jeanshose mit so einem Bündchen mitgenommen. Dann nochmal eine Hose, auch in 74. Auch mit so einem Bündchen. So, ha, die ist auch süß. Die ist so, so mint. So wie eigentlich Nilos Kinderzimmer. Das ist so eine Kordlatzhose. Die ist so groß. Und die sind von den Glücksbärchis. Meine Zeit. Oh, meine Glücksbärchis. Das ist eine 74. 100% Baumwolle. Und immer mit einer dicken Strumpfhose kann er die halt im Winter auch anziehen. Da kommt ja sowieso dann meistens wahrscheinlich noch eine Schneehose oder eine Matschhose drüber, von daher. Ja. Dann habe ich eine dicke Strumpfhose mitgenommen. Die ist halt schön dick. Die fällt kleiner aus. Könnte fast eine 60 sein. Ja, ich glaube, das war's. Nee, hier sind noch zwei Säckchen. Oh.
Hier sind immer so dicke Socken. Die habe ich mitgenommen. Die sahen noch nicht so ausgelatscht aus. Und einmal ist hier so ein schönes Schäfchen. Dann mache ich die Fussel noch ab und dann sehen die schon wieder ganz anders aus. Auch eine 74,80 für den Winter. Sind die ganz dick. Das war meine Ausbeute. Wie man sieht, wieder viel mit Türkis dabei. Ich liebe Türkis. Ja, das war es jetzt von meinem Bibi-Haul. Gebt mir noch einen Daumen hoch, wenn euch die Sachen gefallen haben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!